Gesagt, hallo Ball und herzlich willkommen hier zu Berlin Metal TV, der einzigen dümmsten und gleichzeitig klügsten Metal-TV-Sendung im deutschen Internet, heute auch im österreichischen Internet, denn bei mir sitzen Jimbo und Matthias von Harakiri for the Sky. Ich hätte fast vegane Freizeit gesagt, aber das stimmt nicht. Wir sind auf dem Full Force 2019, ihr habt gerade eure erste Full Force Show gespielt. Wie war's? Heiß. Das reicht mir als Antwort. Ich will nämlich gar nicht mehr wissen, was ihr eigentlich macht oder überhaupt was hier ist, sondern es geht um diesen wunderbaren Film von Jonas Åkerlund, Lords of Chaos. Und wir beide, mein lieber Freund, haben uns auf den Austrian Amadeus Music Awards 2019 unterhalten. Ich habe dir die Frage gestellt, was du vom Film hältst, und du warst gar nicht so ein bisschen angetan vom Film. Und als du dann noch mit Jimbo geredet hast, meintest du, er wäre Feuer und Flamme, sich mal darüber auszulassen. Deswegen dachte ich, was wäre denn ein besserer Anlass, als euch auf dem Full Force zu diesem Black Metal Spektakulum an DVD zu befragen? Was habt ihr zu sagen zum Film? Was sind eure Gedanken? Bitte. Ja, das Ding ist, wenn man als Jugendlicher das Buch ein paar Mal gelesen hat, nachher hat halt der Film relativ wenig damit zu tun, was im Buch drinnen steht. Und ich sage einmal so, ich habe mir im Kino angeschaut und habe eigentlich lange darauf gewartet, dass er rauskommt, weil es hat eh lang genug gedauert, von den ersten Ankündigungen vor ein paar Jahren bis zur wirklichen Premiere, Black Sock. Und die ersten Trailer habe ich eigentlich auch ganz cool gefunden. Aber was halt einfach, ich weiß nicht, ob das bei einem fast Hollywood-mäßigen Streifen so gehört, dass einfach alles komplett überspitzt dargestellt wird. Aber also ab der Szene, also bis sich der Dad umgebracht hat, war es eigentlich ganz cool. Und der Dad-Darsteller und der McCulkin waren eigentlich sehr cool, muss ich sagen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der Waag dicke Eier kriegt, wird der Film einfach scheiße und komplett überspitzt. Und ich will jetzt nicht doch kannst du am Server zitieren, aber wenn er sagt, so viel Realität und so viel Fiktion, nachher ist es zumindest trifft es zumindest auf das letzte Drittel vom Film zu. Na gut, aber es wurde ja von Anfang an gesagt, irgendwie, dass der Film based on truth and lies ist. Einfach um eine schöne Geschichte darzustellen. Also es wurde von Anfang an klar gemacht, dass gar nicht alles stimmt. Ja, das mag sein, das finde ich auch gut, dass das im Vorhinein so dargestellt war, also so dargelegt worden ist, aber generell finde ich es einfach besser, wenn solche fast schon Dokumentarfilme ja wirklich halt die Realität darstellen und nicht nur um des Populismus willen oder was auch immer, das Ganze schon wieder so zu übertreiben, damit sie es halt die ganzen anderen Idioten, die was normalerweise keine solchen Filme schauen, sondern eher, keine Ahnung, Actionfilme oder so noch unterhalten fühlen von so einem Film. Das ist halt mein Problem und deswegen verstehe ich einfach eben das letzte Drittel von dem Film halt überhaupt nicht, dass das sein müssen hat. Und es ist halt auch, der Schauspieler vom Waag war einfach nicht gut. Also der war von vornherein schon nicht gut, weil er nur den depperten Scorpions Badge umgehabt hat, war er das, schon. Das stimmt ja nicht, hat er auch Waag. Wir kennen es auf seinem mittlerweile gelöschten YouTube-Kanal. Ich weiß, nein, aber es war einfach ein Schauspieler, einfach scheiße, das tut mir leid, weißt du. Und eher unauthentisch halt einfach und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der Waag Vikernes im echten Leben in seiner Wohnung zwischen die Aufnahmen für irgendwelche Alben irgendwelche trallen Mädels bumst hat, sondern ja, das ist halt alles im Endeffekt ja alles sehr ins Lächerliche gezogen worden durch den Film und das. Ja. Findest du ins Lächerliche gezogen? Ja, mit solchen Szenen schon. Find gar nicht. Also ich finde prinzipiell hat es irgendwas dargestellt, was Rockstars darstellen soll. Ja, und wenn was lächerlich ist, dann das Gehabe von Rockstars, weißt du, drum. So alles miteinander halt. Ich finde, es ist schon mal eine riesen Lücke dabei, dass es um zwei Bands geht und von einer nicht einmal die Musik verwendet werden durfte. Oder so zum Beispiel auch, dass so Leute wie Fenris oder so gar nicht vorgekommen sind irgendwie. Weil aber war es nicht schon auch so, dass er gar nicht wollte?
Das weiß ich nicht, aber das macht halt eben für mich dann einen authentischen Film immer aus, dass es trotzdem so war, wie es halt war und nicht, okay, der will seinen Charakter nicht im Film haben, deswegen muss ich dann alles komplett, ein bisschen Kompromiss muss man immer eingehen, das ganze Leben ist ein Kompromiss und vor allem so ein Film oder ein Musikalbum oder was auch immer, ist immer ein Kompromiss, aber ja, so wie wir es dann, für das, dass wir jahrelang darauf gewartet haben, dass der Film rauskommt und eigentlich geglaubt haben, es kommt das vor, was halt auch im Buch drinnen steht und wahrscheinlich ist das Buch auch schon überspitzt gewesen im Vergleich zu dem, was halt im echten Leben passiert ist bei denen, ja, war es halt dann ein bisschen too much Drama und fast ein bisschen OC California mäßig das ganze Ende und hin und her. Ja, wir hätten uns ja auch gerne noch mit Wilson Gonzales tatsächlich darüber unterhalten, wie er zu der ganzen Situation steht. Aber, lieber Wilson, melde dich doch mal. Ich habe dein Management und dich persönlich angeschrieben, da kam nicht zurück. Hast du Angst? Möchtest du dich solchen Bands wie Harakiri for the Sky etwa nicht stellen? Wir hätten gerne mit dir darüber geredet, wie du die ganze Situation siehst. Generell, wie du Black Metal siehst. Aber dazu bestimmt irgendwann ein anderes Mal mehr. Teilst du seine Meinung? Bist du komplett zufrieden oder hast du noch Anmerkungen zu dieser Dokumentage zu machen? Ja, ich finde, das ist einfach nicht komplett ohne Musik von Brutz, weil der Waage einfach die Rechte nicht hergeben hat dafür, dass es einfach ein Teil, der wirklich fehlt. Andererseits merkt man auch, dass das irgendwie scheinbar von Weiß finanziert worden ist und für die Zuschauerschaft auch zugeschnitten worden ist, wie sie den Typen halt darstellen. Und der Durchschnitt ist schön. Socially awkward Eremiten irgendwie versuchen, den Zuschauern zugänglich zu machen, obwohl der Typ sich hier komplett anders drauf ist. Und wenn man seinen YouTube-Kanal ein bisschen verfolgt hat, weiß man, dass der ganz sicher nicht so drauf war. Keine Ahnung, es hat irgendwie am Ende irgendwie so ein bisschen was für mich von Die Welle. Kennt ihr Buch und Film? Ja, klar, habe ich das gesehen. Von dem einen Typen, der sich wirklich reingesteigert hat und alle anderen aber im Endeffekt hinten gemerkt haben, irgendwie so, ey, jo, das ist eigentlich gar nicht das. Aber einer es komplett ernst genommen hat. Ja, einfach so dieser Fokus auf den Charakter, vom Wagen in so einen Dreck zu ziehen und nur Fokus auf seine Musik zu machen, die eigentlich genial ist. Da fehlt halt einfach was, das ist ein Großteil einfach ausgelassen. Aber ist es vielleicht auch deswegen nicht so in den Fokus gerückt, weil er selber sich mit vielerlei Aktionen ins Ausgeschossen hat, weil er vielleicht doch gar nicht mal so die hellste Person ist? Wenn, dann waren diese Aktionen erst viel später und nicht in der Zeit, wo das Buch oder der Film spielt. Das ist richtig, aber wenn du ihn trotzdem in diesem Film positiver darstellst. Und ich will Waage jetzt nicht verteidigen, weil er sollte mich positiver darstellen, sondern realistischer. Ja. Nein, aber wenn er jetzt in dem Moment realistischer dargestellt wird und die Leute halt merken, irgendwie so, ey, eigentlich war er ein cooler Typ, aber jetzt, wenn du ihn jetzt checkst, merkst du ja, dass der Typ irgendwo. Ich finde nicht, dass er ein cooler Typ war oder so, oder ein übertrieben cooler Typ, weil er hat ja trotzdem seine Ansichten, die was man nicht verteidigen braucht. Aber was zum Beispiel der Ralf Wickener schon hat, und das hat man halt durch seinen komischen YouTube-Channel schon gesehen, ist einen eigentlich sehr subtilen und lustigen Humor und so. Und nicht dieses dumme, dicke Eiergehabe, was da im Film halt einfach dargestellt worden ist. Er ist sicher ein Idealist gewesen bis zu einem gewissen Grad, sonst hätte er nicht so gehandelt, wie er gehandelt hat. Aber so diese ganze... Alle anderen, die was nicht gleich handeln wie ich oder zu mir halten, sind die totalen Verräterschiene und hin und her generell diese Verräterkeule, die ist halt einfach schon wieder komplett übertrieben worden, weil ich glaube, ganz so war es nicht und ganz so, also der Hieronymus war sicher auch nicht ohne, oder wie ich sagen, so, wie kann man das auf Hochdeutsch ausdrücken, dass der auch gescheit Faustik hinter die Ohren gehabt hat. Ja, und diese aber das kam im Film, finde ich, eigentlich schon ganz durch. Nein, finde ich nicht. Ich finde schon, dass man in vielen Situationen gemerkt hat, irgendwie, okay, Mark sagt jetzt irgendwie so, er zieht es wirklich durch und er hat sich dann halt immer einfach nur die Lorbeeren abgeholt und man hat schon gesehen, dass er eigentlich mit der Bewegung gar nicht mehr so wirklich was zu tun hatte, sondern halt einfach immer nur abgegriffen hat, okay, dann hat der jetzt einen abgestochen irgendwie, okay, cool, das war unser Black Circle. Und es ist halt auch meinetwegen so, ich weiß schon, das sehen viele Leute anders und die sehen halt einfach auch Mayhem ist wahnsinnig wichtig für dieses ganze Black Metal Ding und musikalisch halt vor allem auch. Und das ist vielleicht auch, ich bin jetzt sicher nicht prä-Wagen,
Schlag oder irgendwas, aber halt, ich bin sicher weitaus mehr musikalisch bei Burzum beheimatet als bei Mayhem. Ich finde es einfach überbewertet von vornherein. Und ja, das kommt wahrscheinlich auch dazu, dass ich diese Darstellung und dieses Ganze ja, nicht wirklich gut finde, so wie es umgesetzt worden ist. Und wie du gesagt hast, das mit der Musik, das geht halt natürlich voll ab. Und ich finde halt auch, dass im Dark Throne oder so halt einfach komplett top geht. Weil das waren die Alben damals, die was wichtig waren. Die ersten vier Burzum-Alben, die ersten, sagen wir mal, vier Dark Throne-Alben, das erste vielleicht nicht so, aber die Transylvanian Hunger und so auf jeden Fall, weißt du. Und das ist halt alles komplett außen vor gewesen. Aber ja, wir haben heute im Bus schon mal kurz drüber diskutiert. Das Problem ist, bei den meisten Buchverfilmungen, du hast einfach nicht die Zeit. Du kannst keinen 5-Stunden-Film machen. Nein, es geht sich halt, wenn man zum Beispiel Forrest Gump nimmt, es ist einer von den besten Filmen überhaupt, aber wenn du es mit dem Buch vergleichst, kommt auch nicht die Handlung vor, die was im Buch vorkommt, sondern halt einfach zusammengeschnitten, blöd gesagt. Und so ist es da halt einfach im Endeffekt auch. Weil jeder Film, der was über, sagen wir jetzt einmal 2 Stunden 20 ist, was haben wir denn hier? Ist zu lange, weißt du? Ich weiß es gar nicht, der ist eher, glaube ich, recht lang. 117 Minuten, also knapp 2 Stunden. Ja, 2 Stunden, das passt ja. Und drum, um mehr geht halt einfach nicht. Und deswegen muss man halt, und das hat er meinetwegen eh richtig gemacht, der Regisseur, die wichtigen Sachen rausnehmen und nicht zu lang, bla bla, mit Szenen, wo nicht viel passiert, sondern halt einfach meinetwegen, ja, keine Ahnung, ein Film der großen Dialoge, dass das keiner wird, das war klar im Endeffekt. Und sagen wir so, es ist ein viel diskutiertes Thema, gerade unter Leuten, die mit Black Metal viel zu tun haben und sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das ganze Thema vielleicht Leuten, die vorher nichts damit zu tun gehabt haben, näher gebracht worden ist. Und die Leute, die das Buch gelesen haben und die Geschichte der Bands kennen, weil sie ja vor den Kopf gestoßen hat. Aber nicht nur, weil der Ben zum Beispiel verfolgen ist, hat ihn gut gefunden. Und der hat das Buch sicher so oft gelesen wie ich. Ja, aber der hat auch seine Kritikpunkte dran gefunden. Ja, das stimmt schon. Der hat länger drüber geredet, als die eigentliche Filmdauer ist. Das stimmt, ja. Ich meine natürlich aber auch genug aber auch einige von unseren Diehard Black Metal Fans und Anführungszeichen haben auch gut gefunden, wo ich eigentlich damit gerechnet hätte, dass die nach der Hälfte vom Film auf Pause drücken und schreiend auf dem Balkon rennen oder wie er immer jetzt sagen soll. Aber ist das für euch auch so ein Ding, als würdest du dich als Diehard Black Metal bezeichnen? Ich war nie ein Diehard Black Metal, weil ich immer unterschiedliche Musikgenres gehört habe, aber rein, wie soll ich sagen, das Buch ist halt bei mir mit 14, 15 oder so genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, klar, wo ich halt radikal war in meinen Einstellungen und hin und her und das hat das Ganze natürlich gefördert und deswegen habe ich dann sehr emotionalen Bezug zu dem Buch. Sagen wir es so. Eher darauf hinaus, also ihr seid eine Black Metal Band, ihr seid in der Szene verankert, ihr seid mit Leib und Seele da drinne, dass es euch vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise ankotzt, dass wenn jetzt so ein Film kommt, der von einer großen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass dann vielleicht auch irgendwelche kleinen Kiddies kommen, die der Meinung sind, okay, sie haben jetzt verstanden, was Black Metal ist und sind mit da drinne und verfälschen die Szene oder sowas. Ist das irgendwas, worüber ihr nachdenkt? Nein, sowas stört mich nicht, weil erstens ist die scheißegal und Nachwuchs oder jüngere Leute, die was nachkommen, gibt es immer und die sind ja im Endeffekt eh wichtig. Es ist ja eh cool, dass das Black Metal so ein Genre ist, das, was sie nicht, wie manche vielleicht glaubt haben, von 93 bis 95 halt, sondern dass das jetzt in veränderter Form wie im Post-Black-Metal oder was auch immer noch existiert und diese gewisse, was halt mir wichtig ist, nihilistische Einstellung zu gewissen Themen einfach nach wie vor vertritt und deswegen finde ich das eigentlich geil, wenn junge Leute nachkommen und die was den gleichen Enthusiasmus für das empfinden wie ich auch noch 2005 oder was auch immer. Und darum, nein, um das geht es überhaupt nicht, dass ich finde, dass das durch solche Filme oder was kommerzialisiert wird, das Ganze, absolut nicht. Weil es ist im Endeffekt eh wichtig, das ist halt, keine Ahnung, für die Generation vor uns war es halt wichtig, dass man sich mit den ersten Metallica oder Motörhead-Alben oder was auch immer intensiv auseinandergesetzt hat. Und jetzt ist halt sowas, jetzt gibt es halt 20-Jährige, die was wie Transylvanian Hunger rausgekommen ist, nicht einmal auf der Welt waren. Und für die das Album jetzt auch wichtig wird oder was, weißt du, das ist eigentlich positiv. Voll. Ja. Ich glaube, dass die ganzen Puristen, so modernere Bands wie wir, sind auch, die sind mehr vor den Kopf gestoßen durch solche Bands als durch so einen Film zum Beispiel. Das heißt, überall, wie sich alle aufregen, so was ist true, was ist nicht true, das hat nichts mehr mit Black Metal zu tun und so weiter. Wie oft hast du
als wir, naja, wahrscheinlich nicht so oft wie ich, aber diese Mayhem-Burzop-Diskussion gehabt. Ja, das ist aber so geil. Oft, ich glaube, ich war dreimal fast verprügelt worden von irgendwelchen Mayhem-Fans, weil ich gesagt habe, Burzop ist viel besser. Ja. Drum, aber umgekehrt gibt es das halt auch. Wo es nur das oder das Ding gibt. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also und das ist ein kompletter Schwachsinn, sie nur auf einer Seite. Wenn ich so zum einer Sturm wäre, dann würde ich mich hier gar nicht so weiter schauen. Was schaut dann an den FC Union? Ey, was ist das für ein Verein? Der beste Verein der Welt, richtig. Und keinen anderen Verein gibt es. Und deswegen sage ich euch ganz lieben Dank, dass ihr eure Meinung dazu mal wirklich äußern konntet, durch meine Möglichkeit, die ich euch geboten habe. Nein, schön, dass ihr da gewesen seid. Wir sehen uns auf der nächsten Tour wieder. Oder in Wien. Oder in Salzburg. Oder beim nächsten Bier hinter der Bar. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr denn denkt. Seid ihr auf Seite Mayhem oder auf Seite Bosum oder seid ihr ganz anderer Meinung? Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier auf dem Kanal darüber reden. Trinkt heute auf jeden Fall noch zu viel. Ich trinke jetzt auch zu viel, deswegen, ich habe euch noch nie gern gehabt. Viel Spaß, tröd.